Hallo meine Lieben. Ja, schon wieder Vollmond. Gefühlt vergeht die Zeit unglaublich schnell. Wir hatten gerade erst Neumond und es ist schon wieder Vollmond. Und trotzdem ist es eine Zeit des Wartens und für viele auch des unruhig und ungeduldig sein. Wann ist es denn nur soweit? Wann passiert denn nun endlich etwas? Und ja, ich bin der Meinung, es ist ganz viel schon in der Pipeline. Ich habe euch von der karmischen Zeit erzählt, die Mondfinsternis und Sonnenfinsternis, dieser Korridor zwischen diesen beiden Finsternissen, die eben zum letzten Neumond beendet waren. Und trotzdem ist es nicht so richtig passiert. Und ich mache das jetzt auch mal so ein bisschen am Wetter fest. Ihr merkt einfach, die Sonne ist da, das Licht ist da, es will Frühling werden und trotzdem kommt kalte Polarluft zu uns und lässt uns sozusagen wieder in die Winterstarre verfallen, bringt uns nicht nur Schnee, sondern auch eben die Kälte irgendwo zurück und es sieht nach Frühling aus, aber es passiert nichts. Ja? Also das ist auch so ein Phänomen, was zu den planetaren Energien auch irgendwo passt. Ja? Also ich glaube, es ist ganz viel in der Pipeline, was einfach nicht werden konnte, weil wir mit dem rückläufigen Merkur eine Art Bremse, eine tierische Stagnation hatten. Wir sind jetzt in der Vollmondenergie, die sowieso immer auch alles schwer und belastet werden lässt für normalerweise einen kurzen Zeitraum, aber eben durch die andere Energie, die wir dann noch erlebt haben. Es ist alles so ein bisschen auf die Bremse getreten. Und wenn ich dann gucke, dass die Vollmondenergie sind ja mal 2 Tage davor, 2 Tage danach auch noch sehr intensiv. Also bis zum Freitag, denke ich, werden wir mit der Vollmondenergie zu tun haben. Am Freitag ist der erste Tag nach dem rückläufigen Merkur. Und am Wochenende soll es wieder wärmer werden. Also welch ein überraschender Zusammenhang. Ich glaube, dass all das, worauf du wartest, nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ich habe natürlich auch schon in den Mai vorgefühlt. Wir sind ja jetzt in den letzten Zügen des Aprils und der Mai hat deutlich entspanntere Energien, hat deutlich harmonischere Energien, ist deutlich leichter unterwegs. Alles neu macht der Mai und das passt dieses Jahr definitiv. Der Mai wird ein sehr schöner energetischer Monat und auch ein sehr schöner Liebesmonat werden. Und weil wir jetzt gerade dabei sind, halte ich gleich noch ein Kärtchen hoch. Das nächste Ritual im Mai ist am 8. Mai zum Neumond im Stier ein Finanzritual. Der Stier, der per se nicht nur das Zeichen der Börse ist, sondern der eben auch in der Astrologie für die Finanzen steht, der für den Genuss steht, der für die Kraft und Stärke steht. In dieser Stierzeit befinden wir uns schon und der Neumond wird am 8.5. in dieser Zeit stattfinden. Ist ein Neumond, an dem ganz, ganz viel positiv manifestiert werden kann. Ganz, ganz viel auch in finanzieller Richtung einen Schub, einen Push bekommt und deswegen wird der 8. Mai hier nochmal ein Finanzritual werden. Bekommt auch jeder etwas zur Erinnerung bzw. zum Festhalten des Geldes, also was man sich in die Börse legen kann. Ich verrate es nicht, was es ist. Es ist diesmal keine Münze, sondern etwas anderes. Und dieses Finanzritual ist sozusagen auch ein Start in den Mai, wo sehr, sehr schöne Zeiten kommen. Es kommen auch Zeiten, wo ihr endlich richtig gute Verträge unterschreiben könnt. Also merkt euch den 8. Mai. Alle diejenigen, die was neu in die Welt bringen wollen, die ein neues Projekt vorstellen wollen, die sich selbstständig machen wollen, die ihr Gewerbe anmelden wollen, die heiraten wollen, die sonstige verbindliche Verträge eingehen wollen, dafür ist der 8. Mai ein sehr guter Tag, aber auch die Zeit 13. bis 18. Mai. Ich wollte hier nochmal das Finanzritual ankündigen, weil es eben bei vielen auch so ist, dass es nicht nur in der Liebe stagniert, sondern dass die finanzielle Situation auch gut einen Push gebrauchen kann. Und das könnt ihr hier an diesem Tag sozusagen in meinem Ritual vornehmen. Informationen findet ihr unten in der Infobox. Ich habe es die letzten Male vergessen, die alten Daten zu
ändern, zu korrigieren. Ich stelle euch diesmal neue Informationen ein. Ja, und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist zwar hier mit Retreat beschrieben, aber das sind 2 Workshop-Tage, an denen ich mit euch arbeiten möchte, an denen wir gegenseitig aneinander arbeiten, wo es um das Thema Wahrnehmung, Hineinfühlen, Telepathie, den heißen Draht zum anderen erkennen. Das ist das große Thema und das werden wir uns gemeinsam im Workshop am 5.5. oder am 2.6. anschauen. So, die beiden Termine waren mir jetzt mal nochmal wichtig rauszugeben. Und ansonsten möchte ich heute an sich nur mit euch auf die Liebessituation schauen, auf die Situation zwischen dir und deinem Herzblatt, wie es sich die nächsten 14 Tage bis zum Neumond im Stier entwickeln wird. Wie gesagt, der Stier steht unter anderem auch für das Thema Genuss. Da geht es um gemeinsame Zeit, da geht es um, also Stiere sind auch Menschen, die gerne ein gutes Glas Wein trinken, die gut essen, die gut nächtigen, wenn sie irgendwo verreisen. Also es sind wirklich Menschen, die das Auge für die schönen Sinne irgendwo haben. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das sind die Stiere. Und diese Stierzeit ist schon angebrochen, dieses Jahr ein bisschen früher als in anderen Jahren, weil wir durch das Schaltjahr schon am 19.04. in den Stier gewechselt sind. Und ich möchte jetzt einfach sehen, auch wie der Genuss sich breit macht in eurer Verbindung, in eurer Liebe. Und da schauen wir auf die nächsten 14 Tage bis zum Neumond am 8.05. So, und bevor wir da auf das große Blatt schauen, nehme ich nochmal die Moonology-Karten von der Jasmin Boland. Da ist es. Klebt das Blatt, das sind so gewachste Karten, ganz schwer zu mischen, aber wir haben eine Botschaft. Geben statt nehmen. Geben ist seliger denn nehmen, heißt es auch. Neumond in der Jungfrau. Und unten dran klemmt noch eine Karte, harte Arbeit zahlt sich aus. Ja, Stier ist auch ein Fleißzeichen. Ja, da geht es auch darum, dass die Stiere ja immer vorwärts gehen, dass sie Dinge erreichen wollen, dass sie sehr aktiv sind. Und ja, auch Menschen sind, die gerne geben. Ums Geben geht es die nächsten 14 Tage. Was wird dir gegeben oder was darfst du geben? Ein gutes Stichwort. So, ich mische gerade schon die Gilded Ruby Lenormand Karten von Giro Marchetti, um für uns eine Überschrift zu finden. Na, perfekt, so soll es sein. Ihr seht es an den Karten, ich halte sie gleich noch mal ein Stück weit hoch. Ja, es geht im Mai, die Störche stehen auch für den Mai, der Nestbau der Störche. Das ist die Zeit Mai, Juni und es geht hier darum, positive Veränderungen ein Herz zu bringen und eine erfolgreiche Lösung in partnerschaftlichen Dingen ins Auge zu fassen. Es darf geheilt werden. Ja? Wir sind auch immer noch auf der Venus-Chiron-Seite unterwegs, wo Heilung in Liebesdingen geschieht. Und genau so sieht es eben für die nächsten 14 Tage aus. Wir starten in den Mai mit positiven Veränderungen. Es geht ein Schritt vorwärts, ja, mit Sicherheit. Wird hier eine erfolgreiche Lösung in Partnerschaften angestrebt. Es kommt zur Heilung. Ganz wunderbare Botschaft. Das war die Überschrift für die nächsten 2 Wochen. Ich mische nochmal durch, damit wir nicht alles gleich zu stark auf Platz 1 wiederfinden. Der Baum hat sich nochmal umgedreht. Der Brief, die Sterne. Also es geht darum, dass Heilung geschieht, dass Heilung von Ängsten, aber auch Heilung von Liebesthemen hier für die nächsten 14 Tage ansteht. Es lag der Brief auch da, Heilung der Kommunikation. Also hier scheint Aktivität zu kommen. Genau, die Schlange liegt auf dem Reiter. Jetzt muss ich mal meine Karten umdrehen. Ich bin hier ein bisschen... Ja. Ich habe hier wohl ein bisschen durcheinander gewühlt.
schauen wir gleich mal. Ich lege es ins Gleiche zurecht. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch gerne vorspielen, wenn euch das hier zu lange dauert. Mal gucken, wie ich das hier so positioniere, damit ihr es gut seht, damit ihr auch alle vier Reihen seht. 2, 4, 6, 8, 9. Genau so ist es. Decken wir mal noch hier die Brust zu. Sag mal, jetzt schon wieder falsch. Also bei mir ist es egal, ob die Karten auf dem Kopf stehen oder nicht. Die Kopflage wird nicht berücksichtigt als besondere Umkehrung, wie es bei vielen Kartenlegern der Fall ist. Ich gehe über die einzelnen Karten und über die einzelnen Häuser und deren Positionen und damit werden wir dann sehen, wo wir landen. So, ihr habt schon gesehen, die Dame, die den Zuschauer darstellt, also dich sozusagen, dich, der hier zuschaut, die Dame liegt in der ersten Reihe und damit schwingt sie in einer sehr hohen Frequenz. Damit ist sie energetisch gut dabei. Und wenn du sagst, oh, es kann nicht sein, es geht mir heute gerade nicht so, dann ist das etwas, was vielleicht in den nächsten zwei Tagen in Kraft tritt, wenn die Vollmondenergien durch sind. Ich schaue noch mal ganz kurz drüber. Ja, und da ich jetzt gerade über die Energie der Dame gesprochen habe, der Herr liegt in vorletzter Reihe, definitiv niedrig schwingender als du. Und das ist auch immer die Schwierigkeit, ne? Wenn ihr nicht auf der gleichen Ebene schwingt. Das ist in den Karten jetzt nicht so dramatisch, aber wenn es im Leben einfach so ist, dass eure Schwingungen eine andere Frequenz einnehmen, dann kann man nicht, ne? Kann man nicht zusammenkommen. Wenn du Reihe 1 liegst, er Reihe 3, dann lauft ihr euch nicht über den Weg, ne? Dann ist noch sogar noch eine Reihe dazwischen. Wo es darum geht, einfach auch erstmal wieder Energien anzuheben bei ihm, um dir überhaupt auf Augenhöhe begegnen zu können, um dir ebenbürtig zu sein, um ja einfach auch ein guter Partner für dich zu sein. So, wir schauen natürlich als erstes auf dich. Du liegst im Baum, ja, und wir haben vorhin schon über die Heilung gesprochen. Du hast deine Kraft und Stärke gefunden, du bist in die erste Reihe hochgerutscht, du bist heilend unterwegs, also entweder bist du selber Therapeutin, spirituell heilend, alternativ medizinisch oder Mediziner sogar. Also jemand, der wirklich auch sich den heilenden Themen verschrien hat, aber eben auch an der Situation mit dem Herrn hier sehr stark gewachsen ist. Na, ihr seht den Baum hier hinten nochmal. Der Baum ist etwas Stabiles, was Sicheres, was Festes. Da kann ein Auto dagegen fahren und ihn nicht umreißen. Der Baum ist fest verwurzelt, fest verankert mit dem Boden und strebt seine Krone in den Himmel, richtet sie nach oben hinaus. Und genauso solltest du dich auch verhalten, fest verwurzeln, dein Kronchakra öffnen, um zu empfangen. Und der Baum macht es dir vor und der Baum hat dich hier, wie gesagt, auch in die Heilung gebracht, hat dir sehr viel positive Dinge mitgebracht, sodass du sehr zuversichtlich nach vorn schauen kannst, dass du eben schon auf positive Veränderungen in Partnerschaften schaust. Mit Sicherheit ist hier Heilung geschehen und die Heilung liegt auch auf dem Blumenstrauß. Also es geht auch darum, dass Einladungen wieder stattfinden können, weil du auch in deiner Kraft und Stärke bist, ne? Wenn du im Mangel bist, will sich auch keiner mit dir treffen. Ne? Keiner will irgendwie jemanden haben, der ja immer nur jammert, immer nur traurig ist, immer nur bedürftig ist. Ne? Wenn du dich mit ihm triffst und er sagt, oh, wir haben uns so lange nicht gesehen und schade, dass du keine Zeit für mich hast. Also so dieser Tenor, ja, da hat auch kein Mann Bock drauf. Eine jammernde, traurige Frau will keiner im Gespräch haben. Aber wenn du in deine Kraft und Stärke gekommen bist und ja, etwas zu sagen hast und es eher so ist, dass er der Jammernde hier ist, ja, und du ganz cool und zuversichtlich, aber auch sehr gestärkt in dieses Gespräch, in diese Einladung, in dieses Treffen hineingehst,
dann wird aus der Einladung hier auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, ja? Also er schaut da drauf, er will die Stabilität auch, er will aktiv werden, er will dich einladen. Die Hindernisse, die bisher immer da waren, werden durch die Sonne hier weggeschmolzen. Er kommt schon mal langsam voran. Es dauert noch ein bisschen, aber er kommt voran. Und wie gesagt, die Einladung, das Geschenk, die Blumen liegen hier auf dem Herz drauf. Also das ist ihm eine Herzensangelegenheit, dich wiederzusehen. Dadurch, dass du dich ganz anders verhalten hast als die anderen Weibchen vor dir oder um dich herum, ist er ins Jagdfieber gekommen und möchte jetzt ganz, ganz dringend mit dir sich verabreden. Ja? Das ist das Thema. Der Brief ist schon unterwegs, es dauert noch ein bisschen. Ja? Ihr habt hier die kleine Verzögerung drin, aber die Sehnsucht hat hier die Kommunikation angestrebt und es kommt etwas in Gang. Es kommt erst die Kommunikation, es kommt dann die Einladung. Und da du sozusagen in deinem Haus auch noch den Park liegen hast, ist das Treffen an sich schon vorprogrammiert, ja. Aber so wie ich das hier wahrnehme, bist du, bevor du dich mit ihm treffen kannst, mit jemandem anders verabredet, weil der findet es hier gar nicht lustig. Mit dem Fuchs sagt er, hey, was läuft denn hier gerade falsch? Ich wollte mich mit dir treffen und du bist gerade schon unterwegs. Du hast schon andere Termine, du hast gar keine Zeit für mich, ja. Er ist jetzt aus seinem Türmchen rausgepurzelt. Der Sarg liegt auf dem Turm. Die Transformation ist abgeschlossen. Er hat sich hier verwandelt. Er ist zu Erkenntnissen gekommen. Und siehe da, die Frau ist gefragt. Die Frau hat nicht nur einen Herrn, damit sie mit ihr sich treffen möchte, sondern die könnte sich jede Woche mit jemandem Neues verabreden. Also das muss ihm auch klar sein, dass du einfach eine Königin bist, dass du eine hochschwingende Energie hast, dass du eine Leuchtkraft ausstrahlst, die auch andere haben wollen, nicht nur er. Ne? Also das ist schon mal Fakt. Und sobald du in so eine Energie kommst und nicht in so einem jammernden Mangelding, was ich vorhin beschrieben habe, dann kriegt der sich gar nicht wieder ein. Ja? Dann kommt hier der Bär, dann merkt die alte Seele, oh, ich muss was tun. Ja? Da sind ja noch andere an ihr interessiert und wenn ich sie für mich haben möchte, dann muss ich hier Gas geben, ja? Also, er braucht einen schlauen Plan, deswegen liegt auch der Fuchs hier in seinem Haus. Er braucht hier einen schlauen Plan, um zu einem Treffen zu dir zu kommen, weil schließlich war er ja lang genug im Rückzug, hat seine Gefühle verborgen, hat über seine Gefühle nicht gesprochen, es war sozusagen nicht so richtig im Fluss. Karma hat ihn zwar zurückgehalten, aber trotzdem, ja, die Ängste und so weiter haben Gespräche verhindert. Er liebt dich, aber der hat sich auch verdammt viel Zeit gelassen und hat hier gedacht, naja, ich habe sie ja sicher, die wird schon auf mich warten. Pustekuchen. Du wartest nicht, eine Königin wartet nicht. Ja? Eine Königin bestimmt, was geschieht. Ja? Die Königin ist die Herrscherin. Als Königin ist man immer etwas einsamer als andere, aber du kannst ja auch nehmen, was du möchtest, um es mal so krass zu formulieren. Ja? Natürlich willst du ihn, ja? Du willst die erfolgreiche Lösung mit ihm, du möchtest, dass das alles heilt, du möchtest ihn wiedersehen, aber das kriegst du nur hin, wenn du hier nicht klein beigibst und jammerst und sagst, oh, hast du schon lange nicht mehr bei mir gemeldet, wir haben uns schon so ewig nicht gesehen und ich liebe dich doch so sehr, wie geht's dir, was machst du, liebst du mich auch? Da wird es nichts. Ja? Also straff nach vorn gucken, straff nach vorn gehen, positive Veränderungen kommen in der Beziehung, wenn du dich heilst und wenn du das Thema Einladung schon mal mit anderen Augen betrachtest, ja. Aber das wird hier passieren. Die Einladung ist, wie gesagt, unterwegs, der Brief ist unterwegs, die Kommunikation ist unterwegs, hier hat jemand Sehnsucht, ja. Es ist eine karmische Liebe, die Liebe liegt wieder mal auf dem Kreuz, das spricht für die Seelenliebe, gar keine Frage. Wir haben das Kreuz im Haus des Mondes, das ist nochmal die Schwere, die wieder mit dem Vollmond reinkommt. Die Schwere des Festhaltens, ja, so nach dem Motto, oh, ich will das so gerne, aber ich will auch eine Königin sein, das macht es gerade noch ein bisschen schwer.
Aber die Dinge werden heilen. Die Dinge gehen wirklich hier. Der Berg schmilzt weg. Der Berg ist übrigens auch das Haus, in dem er liegt. Also er liegt in der Blockade, aber die Blockade wird hier gelöst. Ja? Die Blockade wird gelöst, die auf der Partnerschaft liegt, weil die Sonne den Berg bescheint und ihn zum Schmelzen bringt. Sehr, 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 sehr schön. So, was haben wir noch? Entscheidungen können gerade noch nicht getroffen werden. Das ist aber auch nicht dramatisch. Ja? Nur weil man sich hier wieder sieht, muss man nicht gleich sein Leben komplett verändern. Ich habe jetzt die 36 Standard-Lenny-Karten ausgelegt. Da ist der Kompass natürlich nicht dabei, aber es ist eine ähnliche Situation hier. Also eine gravierende Kursveränderung ist es noch nicht, aber es geht erstmal darum, wieder Kontakt zu finden. Es geht darum, dass er den Kontakt sucht, dass er auf dich zugeht, dass du die Königin bist, dass hier aber auch die Treffen kommen werden, weil sie schon in deinem Haus liegen. Und dass er sich sozusagen einen schlauen Plan machen muss, wie er dich überhaupt rumkriegt. Ja, weil du hast ja keine Zeit. Du regierst dein Königreich und dieses Regieren führt eben auch dazu, dass du mit vielen Menschen zu tun hast und dass er hier nicht der Einzige ist, der einen Termin bei dir hätte. Und ja, da muss er sich hinten anstellen und da muss er sich was einfallen lassen, wie du plötzlich Zeit für ihn haben sollst und wie du sozusagen nicht nur in der therapeutisch helfenden Ebene einen Termin für ihn findest. Das kann es nämlich auch sein, ne? Der Baum auf dem Blumenstrauß, dass er hier versucht, über den Weg der Heilung, über das Therapeutische einen Termin mit dir zu kriegen, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, dich einzuladen. Aber es ist definitiv so, wir hatten vorhin das Thema Geben und Nehmen, ne, meine ich hier. Harte Arbeit zahlt sich aus. Geben statt Nehmen. Ja, harte Arbeit wird sich für ihn auszahlen, wenn er sich hier um dich bemüht. Wenn er dir eine Aufwartung macht, hätte ich jetzt bald gesagt. Ich habe manchmal so diese alten mittelalterlichen Begriffe und merke dann, ich stecke in einer anderen Zeitzone gerade auch noch drin. Also wenn er dir eine Aufwartung macht, wenn er das, was du schon lange vermisst, das Charmante, das auf Händen tragen, das dir mal einen Blumenstrauß mitbringen, dir mal ein Geschenk machen, mit dir einfach auch wieder intensive Gespräche führen, dass du an seinem Leben teilhaben kannst. Das sind alles Geschenke, das ist alles eine Form von Geben, was dazu führt, dass er dich auch rumkriegen kann. Also wenn er das macht, das könnte der schlaue Plan sein, dann wird sich harte Arbeit für ihn auszahlen. Ja? Aber er muss hier in die Aktion gehen, so leicht wirst du es ihm nicht machen. Auch wenn der Mai, wie gesagt, prädestiniert dafür ist, dass, dass hier positive Veränderungen kommen, dass die Komplikationen in der Partnerschaft sozusagen sich auflösen, dass also mit Sicherheit hier die Lösung kommt, die Transformation, auf der der Schlüssel liegt, auch schon geschehen ist. Das sind alles Dinge, wenn er so den Anstoß gibt und aktiv wird, auf dich zugeht, etwas anderes tut, als er sonst immer tut. Ja, wie gesagt, eben auch mal mit einem Blumenstrauß oder einem Geschenk oder einer Einladung, einer besonderen Einladung vor der Tür steht, dann wirst du hier ihm die Tür aufmachen. Ansonsten bist du vermutlich nicht erreichbar, weil du selber sehr, sehr viele Termine hast, die vielleicht im heilenden Bereich, dem spirituellen Bereich zuzuordnen sind. Du hast mit vielen Menschen Kontakt und wirst nicht einfach deine Zeit hergeben dafür, dass er mal wieder sagt, hallo, da bin ich mal wieder. Nach vielen Wochen und Monaten melde ich mich mal wieder. Das wird nicht genügen. Ja, es geht gar nicht so um die sexuelle Schiene. Ne? Der Turm liegt auf den Lilien. Es geht gar nicht nur darum, Sexualität zu leben. Das wäre falsch, weil die Lilie liegt hier im Fuchs drin. Sondern das passt auch zu diesem Vollmond. Mein Ritual, was ich
heute Abend mache, dreht sich ja auch darum, die Affärenkonstellation rauszunehmen, ja, das Teuflische rauszunehmen, die sexuelle Abhängigkeit rauszunehmen, das Toxische. Also genau das ist es eben auch, ne? Rein weg hier übereinander herzufallen, wenn nicht richtig. Ja? Das Thema Sex darf gerade mal im Türmchen bleiben. Ihr werdet auf einer anderen Ebene Kontakt finden. Es wird nicht die übliche Geschichte sein, dass ihr euch verabredet und sofort im Bett landet. So, haben wir noch was zu sagen? Ja. Geht heute nochmal zum Vollmond mit dem Kreuz eben um karmische Themen, um Karma lösen, Karma loslassen, karmische Liebesthemen, das Herz auf dem Kreuz, ja. Diese karmische Liebe darf auf eine andere Ebene gebracht werden. Ich habe vorhin von den unterschiedlichen Frequenzen, von den unterschiedlichen Schwingungen gesprochen, unterschiedliche Kartenebenen, die ihr einnimmt, die davon zeugen, dass ihr ein unterschiedliches Energielevel habt und dass es nur funktioniert, wenn ihr auf dem gleichen Level seid. Das war mein Lederhocker hier, also wenn ihr komische Geräusche gehört habt. Wenn der eine über dem anderen steht, funktioniert es nicht. Ja? Also der nächste Termin geht darum, sich anzugleichen, gleichen Level hinzubekommen, eine Gesprächsbasis hinzubekommen, einen tieferen Sinn eurer Verbindung hinzubekommen. Und Sex wäre einfach nur vermutlich, dass er dich energetisch auf seine Ebene zieht. Ja? Ich hoffe, ihr versteht das so, wie ich das versucht habe zu erklären. Sex ist nicht immer die Lösung. Versöhnungsex ist wunderbar, aber trotzdem kann er dich energetisch sozusagen nicht erreichen zwischen euch, um es nochmal zu verdeutlichen. Du in Linie 1, Sex in Linie 2, er in Linie 3, zwischen euch die Sexualität, aber die liegt auch eben auf dem Fuchs. Es wäre nicht richtig, ihn energetisch anzuheben über die Sexualität und dich sozusagen runterzuziehen damit, ja? Er kann sich nur selber anheben und das Stück für Stück, wenn er die Reihe abgearbeitet hat, nämlich mit seiner Aktivität, mit seinem Geben, mit seinem Überwinden von Hindernissen, mit seinem in die Kommunikation gehen, kann hier was vorwärts gehen, kann an die nächste Linie kommen, kann eine Entscheidung treffen, vielleicht mit einer noch Partnerin eine Entscheidung treffen und dann kommt er erst zu dir, ja? Der Weg zu dir ist nicht über Los, nämlich über Sex und ziehe sie energetisch runter, sondern der Weg heißt, gib dir Mühe, geh in die Aktion, überleg dir, was du geben kannst, wirf etwas in die Waagschale, bisher hast du nur genommen, bitte gib, überwinde damit Hindernisse, geh in die Kommunikation und mach dich auf den Weg zu ihr. Und alle die, die noch eine Partnerin haben, müssen über das Los der Schlange und das heißt Entscheidung mit der Schlange treffen. Ihr seht sie vielleicht gar nicht am Rand. Da liegen die Wege unter der Schlange. Über diese Karte kommt er nach oben. Also spannende Sache, ne? Wie er sich energetisch bewegen kann. Die Karten geben das richtige, den richtigen Weg vor. Ja? Denkt nur mal drüber nach. Ja? Also für alle diejenigen, die nicht widerstehen können, wenn er vor der Tür steht und aussieht wie George Clooney, was ich total verstehen kann, aber es bringt dich nicht weiter. Ja? Dieses von ihm anvisierte, wir haben Sex miteinander, zieht dich runter energetisch, bringt dich vielleicht zu Fall unter seine Linie, ne? Weil du sagst, oh, habe ich wieder nichts erreicht, drehe ich wieder die x-te Extraschleife im Seelenpartnerprozess. Aber wenn du ihn laufen lässt, ja, wenn du ihm sozusagen, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ihm vorgibst, was für Schritte er gehen sollte, um bis zu dir zu kommen. Bleibst du in deiner Energie? Bleibst du in Reihe 1? Bleibst du oben? Er darf sich dir anpassen. Das ist sein Weg und das muss dir bewusst sein. Gehe du nicht einen Schritt zurück oder zwei, sondern lass ihn Reihe für Reihe zu dir hochkommen. Glaube ich, ein gutes Schlusswort, zumindest habe ich jetzt alles schon versucht, dreimal zu erklären, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich kriege ja keine Rückmeldung, wenn ich hier so meinen Monolog führe, ob das alles bei euch so angekommen ist, wie ich das gemeint habe. Ne? Also immer mal auf energetischer Basis schauen, da werden manche Dinge viel klarer, viel deutlicher,
welche Schritte zu tun sind, bis es wieder ein Zusammensein geben kann. Oder wenn du auch vor der Frage stehst, was soll ich denn jetzt machen? Brauchst du nicht fragen, ne? Sex heißt, ich rutsche energetisch ab. Warten auf seine Aktivität, sein Geben, seine Entscheidung bezüglich noch Partnerin, dann kann es losgehen. Dann liegt alles vor euch. Dann liegt die Partnerschaft, die positive Lösung, die Heilung, alles liegt vor euch. Ja? Lasst ihn mal kommen, lasst ihn mal machen, sei nicht ungeduldig. In den nächsten 14 Tagen wird sich hier deutlich etwas bewegen. Mach's gut, bis dann, ciao.